Moin und hallo liebe Zockerfreunde, schön, dass ihr wieder da seid. Freut mich wirklich, wirklich sehr, euch wieder eine neue Folge präsentieren zu können. 30 Minuten mit aus meiner Spielebibliothek von A bis Z. Und heute möchte ich euch zeigen Lara Croft and the Temple of Osiris auf der Xbox oder für die Xbox One auf der Xbox Series X. Und hoffe, ihr habt Spaß dabei, wollt selber nochmal einen Blick riskieren. Ist es was für euch, ist es nicht was für euch? Was kann das Spiel? All das zeigen wir in den ersten 30 Minuten. So ein kleines Reinschnuppern extra für euch. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Wenn ja, dann bleibt dran. Bis gleich nach dem Cold Opener. Ups. Da sind wir auch schon und wollen die 30 Minuten jetzt starten mit Lara Croft and the Temple of Osiris für die Xbox One. So, wir wollen ein neues Spiel starten. Yep. In der ägyptischen Mythologie hat der Gottkönig Osiris die Reiche geeint und weise und gerecht über Ägypten geherrscht, bis er von seinem Bruder, dem Thronräuber Seth, getötet wurde. Osiris' Frau, die Göttin Isis, barg den leblosen Körper ihres Mannes. Mit der Macht des Stabes von Osiris brachte sie ihn in die Welt zurück, allerdings gerade lange genug, um einen Sohn zu empfangen, Horus. Als Seth hörte, was sie getan hatte, stahl er den Stab und setzte Isis und Horus mit Hilfe seiner Macht gefangen. Dann riss er die wiederbelebte Hülle von Osiris in Stücke und verteilte diese über das gesamte Land, bis er unangefochten über Ägypten herrschte. Als die Macht seines Reiches schwand, stieg er hinab in die Unterwelt, die Duat, um dort noch größere Macht zu finden. Doch nur Osiris hatte die Macht, aus der Duat zurückzukehren. Und ohne den Stab war Seth dort für alle Ewigkeit gefangen. Der Osiris-Tempel blieb tausende von Jahren versiegelt, bis ich einen Zugang entdeckte. Aber ich war nicht allein. Carter Bell, ein aufstrebender Archäologe, suchte ebenfalls nach dem Stab. Hier war er also, der Stab von Osiris. Jetzt war das Rennen eröffnet. Carter, warten Sie! Ha, diesmal nicht, Croft! Aber es war zu spät. Der Stab war eine Falle. Der Tempel ein Kerker. Carter und ich wurden verflucht. Wir schulden euch Dank, Reisende. Ihr habt uns aus unserem Gefängnis befreit. Aber nun seid ihr des Todes. Ihr habt nicht viel Zeit. Die Duat, das Reich der Toten, erwartet euch. Ich bin Isis und das ist mein Sohn Horus. Wir sind die letzten der alten Götter, die gegen Seth standen. Wenn ihr leben wollt, müssen wir aus diesem Tempel fliehen und die Teile von Osiris finden. Yeah, da sind wir! Die Falle, die uns gefangen hielt, hat euch gebrandmarkt und Amit, die Fresserin der Herzen, beschworen. Sie wird aus der Erde steigen und euch finden. Und dann wird Anubis über euch richten. Nimm den Stab. Mit seiner Macht kann ich dich führen, egal wie weit weg wir sind. Schnell, Sterbliche. Du bist hier nicht sicher. Erstmal alles eincashen, was hier ist. So. Was für Waffen? Oh, ein Stab. Halte LB. Mega nice! Aber erstmal sammeln wir den Crap hier ein. So. Alles mitten in nichts liegen lassen. So.
Oh, da geht's auch noch weiter. Da liegen noch goldene. Uiuiui. Dazu springen wir an. Oh, mein Gott. Hier war nichts mehr. Dann springen wir jetzt rüber und klettern da erstmal hoch. So. Lara, komm! Von Seed. Er ist noch immer in der Duat gefangen, hat aber dennoch Macht in unserer Welt. Wir müssen diese Male zerstören, wo immer wir sie finden. So, rüste den Stab mit nach unten aus, bewege und schieße. Als würde man eine Wunde auspacken. Gehen wir. Ja, gleich. Erstmal den Schatz hier noch holen. Können wir ja nicht liegen lassen. So. Und dann latschen wir jetzt da rein. Nee, ich glaube, wir nehmen wieder eine andere Waffe. Mal sehen. Okay. Ich kann es nicht liegen lassen. Ich kann es nicht. So, weg ist er. Sehr schön. Sehr schön. Und hier können wir nur im Kreis laufen. Dann gehen wir zur nächsten Etappe. Meine kleinen Götter. Seid ihr endlich gekommen, um vor mir zu kriechen? Ich schulde euch Dank. Tausende von Jahren war ich in der Dunkelheit der Duat gefangen. Aber als ihr den Stab berührt habt, sang er für mich. Er führte mich hierher zurück, damit ich mir nehmen kann, was mir gehört. Du bist ein Mörder und ein Tyrann, Seed. Wir werden Osiris rächen und dich für alle Zeit in die Duat verbannen. Natürlich. Aber während ihr in der Gefangenschaft verwelkt seid, habe ich die Geheimnisse der Duat gelüftet. Ich werde in diese Welt zurückfinden. Und ihr habt mir den Weg gewiesen. Ich hole mir meinen Thron zurück. Da, Seed schickt seine Armee. Er hat den Kreislauf von Leben und Tod entweiht und diese Seelen zu seinen Sklaven gemacht. Yeah, Metzeln. Nieder mit euch. So, haben wir noch Schätze liegen. Die Macht von Osiris ist immer noch in seinem Stab. Wenn wir ihn erheben, wird seine Glyphe auf alles einwirken. Yes. Ein Schädel gesammelt. Immerhin. Wie war das noch? Feuer machen. Halte LT, um Objekte zu beeinflussen, die mit Osiris Glyphen markiert sind. Okay, haben wir. So, schickt mir die nächste Horde. Ja, mit dem Haken kriegen wir auch hin, aber erstmal Waffen. Wir wollen ja nicht unnötig Munition verschwenden für nix. Na komm. Kletter hoch, kleine Frau. Es muss einen Weg nach oben geben. Ich weiß nicht, wo sie ist, aber Ahmed ist nah.
Halt deine Augen offen. Noch mehr von Seths Soldaten. Schicken wir sie ins Jenseits. Kleines Skarabäen. Okay, kein Schatz. Hier haben wir was. Wie war das noch? Da. Und schnell wieder hoch. Dann gehen wir da. Na komm. Wir müssen weiter. Nicht auszudenken, wenn Amit euch findet. Der findet uns nicht. Wir finden ihn. Okay. Ausweichrolle. Was ist das hier? Hier ist doch irgendwas. Bombe. Okay. Die Fallen hier sind tödlich. Wir müssen vorsichtig sein. Können wir die doch wegspringen, oder nicht? Sehr praktisch, diese Bomben. Haltet euch einfach von der Explosion fern. Wir werden daran denken. Heilung brauchen wir nicht, weil wir zu gut sind. So, weiter im Text. Jawohl, schön gemacht. Alles einsammeln. So, jetzt kommt die heilige Frage. Wie konnte ich da nochmal rüber? So, genau. Ha. Und wegspringen. Nach unten. Die habe ich gesucht. Yay! Ringe gewähren deinem Charakter Effekte. Inventar. Was haben wir denn mal hier? Hier haben wir einen Ring. Oh Gott. Verteidigung, Explosionsschwäche, Feuerschwäche. Okay, Waffenschaden, Blitzwiderstand, Fackelreichweite, Bombenradius, Explosionswiderstand, Munitionseffizienz. Oh, wir behalten den. Nee. Wir nehmen den. Da hatten wir Explosionswiderstand, nee, Bombenradius. Das ist gut. Okay. Das belassen wir da erstmal bei. Okay. Oh. Okay, ganz langsam und vorsichtig. Reicht der Bombenradius hier nicht? Nein. Die wollte ich einfach nicht liegen lassen. Shit, egal. Okay, warte. Die Dinger kaputt. Nein! Ich bin so adepp. Da spreng ich mich doch selber weg. Unglaublich. So. Dann nochmal. Okay.
Halt, da haben wir was vergessen. So. Oh, verdammt. Wir dürfen keine Zeit mehr vergeuden. Amit wird euch finden. Eins nach dem anderen, bitte. Die haben wir auch weg. Okay. Jetzt haben wir sie platt. Tschüss. Yeah. Das Tor geht auf. Sehr schön. Juhu, wieder eine Etappe geschafft. Das ist Amit. Sie verschlingt die Seelen der Unwürdigen. Und das da auf euren Händen ist ihr verfluchtes Mal. Sie hat uns gesehen! Lauft! Nein! Da bin ich gerollt. Sie hat uns gesehen! Lauft! Genießt eure letzten Tage auf der Flucht. Meine Rückkehr ist nah. Wow, haben wir es geschafft. Oh, wir scheinen nicht die ersten Abenteurer zu sein, die hier langkommen. Licht machen hier. Autsch. Kommen wir da rüber. Aber gerade so. Okay. Wie kommen wir da jetzt hoch? Wie kommen wir da jetzt hoch? Auf jeden Fall mit ihm. Bei dem klappt's. Aber nicht da. So, da haben wir's. So, in welche Richtung müssen wir den Ball jetzt schieben? Ich glaub hier, ne? Komm, Lara, wir probieren das noch einmal. Wir müssen da hoch. Jawohl. Hast du gut gemacht. So, Kugel 1 ist drin. Ah ja, passt perfekt. Nein. Oh, schade, gefallen. Was haben wir hier? So, dann müssen wir die zweite Kugel jetzt ins zweite Gefäß reinrollen. Und das machen wir hiermit. Ja,
geil, die MP kommt. Dankeschön. Jupp, danke. Nö, eigentlich bin ich so zufrieden. Platt? Haben wir alle platt? Ja, haben wir. Geil. Kommt her, wo sind die nächsten? Oh, wir müssen wieder eine Waffe weg. Die Munition wird uns knapp. Wenn man vom Teufel spricht, kriegt man gerade noch eine Ladung hinterher geschossen. So, kann man die sprengen? Jo. Amulette! Gut. Was für eins haben wir denn hier? Wir haben Gesundheitsaufladung, Bombe aufladen, Entzugsbombe, Feuerprojektile. Oh, das wollen wir mal. Das wollen wir mal ausprobieren. Da ist sie wieder! Okay, aber wo muss ich jetzt lang? Hier runter, okay. Ich hab's gecheckt. Erstmal Licht anmachen. Und dann gucken, was wir die Schätze hier einsammeln. Jede Menge Gold und Diamanten. Eine raus, Mann. Ui, was passiert jetzt? Bogenschützen. Aua. Ausweichrolle! Da haben sie mich erwischt. Verdammt nochmal. Aber egal, das kriegen wir auch hin. Den schippern wir erstmal weg. Nein. Fall doch nicht runter! Mein guter Loot! Da geht's jetzt wieder los. Es geht schon wieder los. Jetzt ausweichen. Ausweichen. Und ins Maul. Schrotflinte auspacken. Komm. So. Wir könnten es schaffen.
Da war das. Der. Und hochklettern. Schade. Da komme ich nicht hin. Da muss ich von, ich glaube, von hier springen. Ich glaube, wir sind hier entwischt. Wir sollten gehen. Schnell! 5 Schädel! Und Gold! Ich glaube, wir müssen wieder laufen, oder? Es kommt schon wieder an. Lauf, Lara, lauf! Schade. Deine Fackel erhebt irgendwas. Da rollen wir jetzt davon. Da rollen wir jetzt davon. Geschafft! Sie kommt offenbar nicht an uns ran. Haha. Schmeiß doch Bomben ins Maul. Dämonen können sich Geduld leisten. Solange ihr gebrandmarkt seid, wird Amit euch jagen. Du hast doch genug Bomben. Schmeiß sie doch. Lauft, kleine Götter! Verbringt eure letzten Stunden damit, einen toten Traum nachzujagen. Aber ich werde wieder über dieses Reich herrschen. Und ihr könnt mich nicht stoppen. Feigling, wir werden dich aufhalten. Versucht es doch! Seht's, Magie hat den Weg in den Tempel versperrt. Wir müssen wieder hinein, sonst können wir ihn nicht aufhalten. Und wie halten wir ihn auf? Wir brauchen Osiris. Nur er kann uns helfen, in den Tempel zu kommen. Und nur seine Macht kann gegen Seht bestehen. Dann suchen wir mal einen Weg. Der Schrein des Osiris. Das war der Schrein meines Vaters. Er wurde entweiht. Verzweifle nicht, mein Sohn. Osiris, wir werden deinen Thron wiederherstellen, aber wir brauchen deine göttliche Hilfe. Führe uns. Nicht ganz die Führung, die ich mir erhofft hatte, aber... Nichts leichter als das. Weg ein ist er. Fragment von Osiris. Meins. Schnell, legt alles, was wir finden, auf den Schrein, damit wir seine Macht wiederherstellen können. Wir sind dem Mörder meines Vaters wieder einen Schritt näher. Das Teil ist uns quasi in den Schoß gefallen. Das nächste wird wohl nicht so einfach. Diese kleineren Statuen tragen auch die Glyphen von Osiris. Ja, da nun das erste Fragment an seinem Platz ist, können seine Statuen uns führen. Wir müssen nur den Stab erheben. Okay, wo fangen wir jetzt an? Weise den Weg, wenn du mit LT den Stab... okay. Da lang! Das Grab dort drüben. Osiris hat uns den Weg gezeigt. Tja, dann sehen wir uns das mal an. Machen wir. Erstmal öffnen wir die Truhe.
Können wir nicht. Community-Truhe. Sie leuchtet, wenn sie etwas für dich hat. Okay, hier findest du so Belohnungen als auch Herausforderungen. Alles klar. Cash einsammeln. Dann sollen wir hier hin. Na komm. Was haben wir hier? Hier geht's hoch. Ein von 10 Schädeln. Sehr gut. Wieso leuchtet die? Weil wir was gewunden haben. Einen gewöhnlichen Ring. Dankeschön. Benutze Edelsteine, um sie zu öffnen. Okay. Abhängig vom Wetter erscheinen andere Schatztruhen. Okay. Noch ein gewöhnlicher Ring. So, aber was sich hinter dem Level verbirgt, das werden wir leider nicht mehr gewahr, denn die 30 Minuten sind rum. Ich hoffe, es hat euch aber gefallen und ihr habt einen kleinen Einblick noch über das Spiel bekommen und wollt es vielleicht ja noch selber zocken. Deswegen, ja, nur zu, wenn nicht, dann ist ja euch komplett selbst überlassen, so wie ihr Bock drauf habt. Aber schön, dass ihr wenigstens zugeschaut habt, dabei wart und ja, mir treu an meiner Seite wart und wieder eine Folge bei mir angeschaut habt. Super, geil, Dankeschön. Und wenn es euch dabei schon gefallen hat, dann lasst ein Abo da, lasst ein Like da, folgt mir auf Twitch und ja, wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen, könnt ihr das gerne in der Videobeschreibung lesen. Aber das Wichtigste erstmal, vielen Dank, dass ihr dabei wart und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.